Tante Fanny wollte schon immer an die Südküste von England, wo der Golfstrom das ganze Jahr für ein angenehmes Klima sorgt und exotische Pflanzen mit leuchtenden Blüten wachsen. Als Onkel Quentin ihr mitteilte, dass er den ganzen Sommer an einem wichtigen Forschungsprojekt arbeiten wollte, beschloss sie kurzerhand mit ihrer Tochter George und Timmy, dem Hund, nach Bonnier Bay zu fahren. Und natürlich nahm sie auch Julian, Dick und Anne mit, ohne die George ihre Ferien niemals verbringen würde. Auf der Bahnfahrt entlang der Meeresküste las Julian in einem Reiseprospekt, dass man kürzlich Bernstein in Bonnier Bay gefunden hatte. Das interessierte die fünf Freunde natürlich brennend. Voller froher Erwartungen stiegen sie aus dem Zug und kamen schon bald in ihrem Hotel in der Nähe des Strandes an. So, Kinder, kommt rein. Hier müssen wir richtig sein. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Platz, Timmy. Kann ich Ihnen helfen? Ja, bestimmt. Mein Name ist Kiran. Ah, Mrs. Kiran. Ja, wir haben Sie erwartet, aber... Ich habe 3 Zimmer gebucht. 1 für mich und 2 für die Kinder. Oh, das überrascht mich jetzt ein wenig. Moment mal. Tja, das ist ja... Das stimmt doch was nicht. Da muss es ein Missverständnis gegeben haben. Nanu? Was denn für ein Missverständnis? Wir haben nur 1 Einzelzimmer auf den Namen Kiran reserviert. Oh, können wir dann bitte noch 2 Doppelzimmer dazu haben? Mrs. Kiran, es ist Hauptsaison. In Bonnier Bay sind alle Hotels ausgebucht. Ach so. Bis auf den Zeltplatz finden Sie wohl kein freies Plätzchen mehr. Hier gibt es einen Zeltplatz? Das ist doch super. Aber wir haben doch gar keine Zelte dabei. Naja, vielleicht können wir uns welche borgen. Ja, das ist vielleicht möglich. Ja? Wartet mal. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Ja, hallo, Bob. Hier ist Hendrik. Hey, Hendrik. Sag mal, leihst du auch Zelte aus? Ja, klar leih ich Zelte aus. Mit allem, was dazugehört. Du hast mir gerade sehr geholfen. Danke, Bob. Nicht dafür. Tja, dann haben wir das Problem offenbar gelöst. Und es gibt zumindest 1 freies Zimmer in Bonnier Bay. Aber wieso? Du musst doch nicht mit auf den Zeltplatz kommen. Wir finden uns schon zurecht. Klar, wir haben doch schon so oft allein gezeltet. Aha. Na, wenn ihr meint. Aber ich will mir den Zeltplatz erst einmal anschauen. Überließ ihnen ein Ruderboot mit dem Versprechen, innerhalb der Begrenzung zu bleiben, die von einer Kette weißer Bojen angezeigt wurde. Sie ruderten, soweit es ihnen erlaubt war. Und Dick und Julian stürzten sich als Erste mit Schnorchel, Taucherbrille und Schwimmflossen ins Wasser. Unter Wasser schwammen ihnen Fische in allen Farben und Größen entgegen. Und dank ihrer Schnorchel konnten sie eine ganze Weile hin und her schwimmen und die Unterwasserwelt genau mustern. Schließlich tauchten die beiden wieder auf und schwammen zum Boot zurück. Hast du was Auffälliges gesehen? Nee. Und? Habt ihr die große Schatzkiste gefunden, ja? Nein. Noch nicht. Kommt erst mal an Bord. Ja. Hilf mir mal. Hier ist ein trockenes Handtuch. Fang. Ja, danke, Anne. Ja. Ganz schön kalt auf die Dauer. Ja. Konntet ihr denn überhaupt bis auf den Meeresgrund sehen? Nach unten wurde es immer dunkler. Das war wohl noch nicht der Meeresboden, glaube ich. Ja, man müsste wahrscheinlich viel tiefer tauchen. Aha. Aber dafür braucht man eine Sauerstoffflasche.
Ich kann die Luft mindestens 3 Minuten lang anhalten. Echt? Und in der Zeit komme ich ziemlich tief runter. Reich mir mal die Schwimmflossen, Dick. Ja, danke. Das machst du auf gar keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich. Also, Anne, mit meinem Freund Alf mache ich das in Kirin immer. Ich kann sogar länger unter Wasser bleiben als er. Ja, aber... Das hört sich doch nach einem guten Training an. Irgendwie. Worauf du dich verlassen kannst. So, 1, 2... Fertig. Julian? Ja? Kriege ich mal die Taschenlampe? Oh, klar. Hier. Danke. Aber sei vorsichtig, George. Sobald du merkst, dass die Luft auch nur ein bisschen knapp wird, kommst du sofort hoch, ja? Ja, Julian. Okay. Soll ich jetzt Papa zu dir sagen? Na dann, bis gleich. Bis gleich. George schwamm mit Hilfe ihrer Schwimmflossen schnell einige Meter unter die Wasseroberfläche. Die angeschaltete Taschenlampe hielt sie fest in der Hand und richtete sie in die Tiefe, bis sie im Lichtkegel grüne Wasserpflanzen erkannte. Darunter musste der Meeresboden sein. Nun schwamm sie ein Stück und schwenkte den Lichtkegel hin und her. Und da, mitten in einem Wald hoher Wasserlianen, entdeckte sie etwas. Doch nun spürte sie schon, dass sie bald wieder Luft holen musste und schwamm schnell nach oben. Oh. Leute, ich hab was gesehen. Was denn? Sag schon. Komm rauf. Hier, nimm meine Hand. Geht schon, Julian, danke. Komm. So. Da unten liegt ein Schiff. Echt? Ja. Ein ganzes Schiff? Was denn für eins? Naja, es ist ein ziemliches Wrack. Aha. Ich schätze, früher war es mal ein Fischkutter. Aha. Ob das Brett dann von diesem Schiff stammt? Kann sein. Wie könnte man so etwas rausbekommen? Vielleicht sollten wir Bob erzählen, dass du ein Schiffswrack entdeckt hast, George. Er lebt doch schon so lange hier und er könnte etwas über das Schiff wissen. Na gut, aber von dem Brett erzählen wir ihm erstmal nichts. Nee. Zur selben Zeit schnorchelten Dick und George mit den Köpfen unter Wasser in der Bucht. Sie konnten sogar hören, dass weiter draußen ein Motorboot durch das Wasser raste. Doch das war an der Küste von Bonya Bay wirklich nichts Ungewöhnliches. Als sie kurz darauf an Land gingen, sahen sie als erstes nach dem Ruderboot von Julian und Anne. George, ja? Schau mal zum Ruderboot. Ich kann Anne nicht mehr sehen. Das kann nicht sein. Doch. Anne ist da draußen bestimmt nicht ins Wasser gesprungen. Sie muss doch auf die Sicherungsleine aufpassen. Ich kann sie aber nicht sehen. Warte mal, ich habe ein Fernglas im Rucksack. Hier ist es. Ja. So, ein bisschen scharfer stellen. Und? Siehst du das Boot? Moment, gleich habe ich es. Okay. George, das Boot ist leer. Hier. Oh nein! Wir müssen sofort zu Bob. Ja. Schnell! Los, komm! Komm, Jenny!